Zusammenfassung der Mikrostruktur 4. Auslegung von Johannes 1, 35 bis 42. Die ersten Jünger Jesu. Wer nach dem himmlischen Aufenthaltsort des Lammes Gottes fragt, findet den wahren Christus, denn Jesus ruft ihn dorthin. Der Antichristus, das Tier, führt hingegen zu einem eigenen irdischen Antiort der falschen Anbetung. Wie die Samariterin am Brunnen Jakobs dürfen wir zusammen mit dem Heiligen Geist andere zum Geschenk des neuen Jerusalem hinzuführen, so dass auch sie zu Jünger des wahren Messias gemacht werden. Unser Glaube beruht auf dem zur Kindschaft und Nachfolge versammelnden Wort Jesu. Es ruft aus der irdischen Finsternis Babylons zum himmlischen Licht Gottes heraus, wo die erlösende Wahrheit in Person in ihrem lebenden Tempel wahrgenommen und im Geist bleibend angebetet werden kann. Wer mehr darüber erfahren will, ist herzlich eingeladen, meine Vers-für-Vers-Auslegung des Johannesevangeliums zu studieren. Diese auf den textlichen Strukturen der Heiligen Schrift beruhende Erklärung wurde nicht vertont und auf YouTube veröffentlicht, sondern ist ausschließlich auf freudenbotschaft.net zu lesen.